Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal Hermanns Welt. Wie ihr seht, ich will schon wieder etwas meine Füße vertreten. Heute wird es ein kleiner Spaziergang von ungefähr 7 Kilometern. Ich bin hier gerade in Glasau am Friedhof. Dort parke ich nämlich. Das ist ein günstiger Parkplatz. Und dies wird wieder ein Wanderweg sein von dem Tourismusverband Holsteinische Schweiz. Es war ein bisschen kompliziert, über das GPS, was man über den Tourismusverband bekommt, einen Parkplatz zu finden. Man sollte da nicht direkt den Startpunkt anfahren, der dann über das GPS in Komoot eingepflegt wird, weil da landet man mitten auf der Straße und man hat da eigentlich keine Parkmöglichkeiten. Darum empfehle ich euch hier den Parkplatz am Friedhof in Glasau. Aber ich werde erstmal losgehen und mal sehen, wie mich die Tour hier führt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Ja, gerade kam ich hier vorbei am Gut Glasau. Wer mal hier zu Weihnachten unterwegs ist, kann auch hier seinen Tannenbaum kaufen. Und wie ich auch gesehen habe, hier werden auch die Ansitze für Jäger hergestellt. Das Gut betreibt halt neben dem Tannenbaumanbau auch Landwirtschaft. Und ich habe auch vorab gesehen, ich glaube, ihr habt es auch gesehen, werden auch Pferde hier gezüchtet. Gerade am Schild konntet ihr auch Heidmoor lesen. Wenn ihr mich schon etwas länger verfolgt, so ungefähr 3-4 Videos vor diesen, bin ich am Heidmoor auch lang gegangen. Wer es noch nicht gesehen hat, ich werde es euch natürlich oben verlinken und ihr könnt gerne da mal reinschauen.
Und da beginnt das Naturschutzgebiet Heidmoor-Niederung. Hätte ich das vor ein paar Monaten, ich glaube vor 2 Monaten war das, wo ich hier lang ging, im Heidmoor gewusst, dann hätte ich beide Wanderwege kombiniert. Und dann wäre das eine tagesausfüllende Wanderung gewesen von fast 17 Kilometern. Aber bis jetzt ist der Weg eigentlich ziemlich gut. Ein bisschen wenig Schatten, weil es führt hier über die Feldwege. Läuft sie aber bis jetzt ganz gut und man hat sogar Bänke unterwegs. Was im Heidmoor ja nicht so, also da waren eher rar gesät die Bänke. Aber dafür gab es ab und zu mal Schatten, weil es durch den Wald führte. Es sollten jetzt nur noch knapp 3 Kilometer sein auf diesem Wanderweg, besser gesagt Spazierweg. Hier haben wir dann nochmal eine Übersichtskarte von dem Naturpark Holsteinische Schweiz. Und ich habe diesen Rundweg gewählt, also die Glasauer Travetal. Länge 6,3 Kilometer und ungefähr 1 Stunde 45. Durch das Film ist das natürlich länger. Hier übrigens ist das Naturschutzgebiet Heidmoor. Dort, wo ich letztes Mal schon war, dort habe ich begonnen, meine hier in dem Bereich und bin den grünen rumgelaufen. Ach nee, da ist der Kartenberg. Da habe ich begonnen, bin dann hier so runter, so rum, so lang und dann wieder zurück. Hier unten ist übrigens auch der Parkplatz. Jetzt bin ich hier auf der gelben Linie entlang, also gerade hier bei dem roten Punkt bei Neuglasau. Muss jetzt nur noch dieses Stück geradeaus. Und dann bin ich schon wieder an meinem Ausgangspunkt. Und wie man hier sieht, hier gibt es noch eine kleine Runde. Das ist der Rundweg Katzburg. Der ist ungefähr 6,4 Kilometer und dauert auch ungefähr 1¾ Stunden. Wie ihr an dem Schild sehen könnt, habe ich jetzt noch bis zur Saraukirche bei Gut Glasau oder in Glasau noch 1,4 Kilometer. Dort steht mein Auto und darunter steht die Katzburg. Das hatte ich auch schon kurz erwähnt an dem Hinweisschild vorhin. Dort geht auch ein Wanderweg lang. Die Katzburg ist ein archäologisches Denkmal hier in der Nähe. Das sind Überreste einer Burganlage im Durchmesser von 100 Metern. Und durch Tonscherben konnte man feststellen, dass diese Burg eine slawische ist und ungefähr im 9. bis 10. Jahrhundert aufgebaut wurde. Hier kann man erahnen den Weg, den ich vorhin lang gegangen bin. Weil dort an der Kante am Waldstück entlang bis dort führte mein Wanderweg entlang und jetzt beschließe ich gleich die Runde wieder bei der Kirche Sarau. Übrigens, ich nenne ja immer die Orte Glasau und Sarau, also die Kirche, wo ich geparkt habe, ist die Kirche von Sarau, nicht von Glasau.
Das ist ein bisschen verwirrend, weil beide Gemeinden, Glasau und Sarau, ziemlich dicht zusammen sind. Und ich zeige es euch hier mal auf der Karte. Bei diesem schönen Rastplatz werde ich jetzt das Video beenden. Ich nehme an, da wird nicht mehr so viel kommen. Aber wenn, dann werde ich es euch natürlich noch zeigen. Ein kurzes Fazit zu diesem Wanderweg um Glasau im Travetal. Also in der Trave war hier zumindest an der Quelle ein bisschen wenig Wasser drin. Ich hoffe, in Lübeck ist ein bisschen mehr drin. Aber der Wanderweg, besser gesagt für uns Spazierweg von etwas über 6 Kilometer, fast 7 Kilometer, ist eigentlich sehr gut angelegt. Die Ausschilderung ist super und die Rastplatzmöglichkeiten ist natürlich auch klasse. Hier ist natürlich auch ein Papierkorb vorhanden, den man allerdings mal wieder leeren könnte. Die Wege führen entlang an Feldern und an Wäldern und es sind meistenteils landwirtschaftlich genutzte Wege. Sie sind sehr breit, sehr wenig Asphalt, das war eigentlich der geringste Teil, aber hauptsächlich Schotter. Parkplatzmöglichkeiten, wie euch zum Anfang gezeigt, ist natürlich perfekt. Der Parkplatz beim Friedhof der Kirche Sarau. Und da läuft man dann perfekt dann gleich rein in die Natur und auf den landwirtschaftlichen Wegen. Ein Highlight hier, man kommt direkt am Gut Glasau vorbei, was man sich gut mal anschauen kann. Dort muss man ein bisschen aufpassen bei der Wegführung, weil das eine Schild ist direkt am Stall angebracht und wenn man das übersieht, läuft man doch etwas falsch. Ich hatte auch wieder GPS gehabt von der Tourismusagentur Holsteinische Schweiz, aber die brauchte ich nicht, weil die Ausschilderung war, wie gesagt, perfekt. Außer der eine Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Und da kann man sich dann gut leiten kann. Was ich empfehlen würde, wenn man sich hier einen Tag aufhält, dann kann man alle drei Wanderwege kombinieren. Also hier den Glasau-Travetalweg. Dann kann man noch das Heidmoor umgehen. Dazu hatte ich ja auch schon ein Video gemacht. Und dann natürlich kann man auch noch den Wanderweg um die Katzburg nutzen. Das soll es denn auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann wieder liken, kommentieren und wer natürlich neu ist, hier abonnieren. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Tschüss.